Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von FIFA 17 Karrieremodus hier in der WM 2018 beim BVB Karrieremodus. Wir spielen heute im Viertelfinale gegen Irland. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Match. Deutschland gegen Irland. Irland hat im Achtelfinale Brasilien rausgeschmissen. Die große Überraschung des Turniers. Die erste richtig, richtig große Überraschung des Turniers. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Match, weil es wird einen Grund haben, dass Irland Brasilien rausgeschmissen hat. Und ich will den gerne erfahren. Eigentlich will ich ihn nicht erfahren, weil dann heißt das, dass wir Probleme kriegen werden. Wir werden in dieser Folge das gleiche Team auflaufen lassen wie im Vorfeld auch gegen Russland. Die Mannschaft hat eigentlich ganz gut gespielt. Es hat natürlich ein paar Probleme gegeben. Gerade in der Defensive haben wir dann in der 88. Minute dann doch noch das 1:1 kassiert und dementsprechend sind wir in die Verlängerung gekommen. Aber ich denke mal, dass wir trotzdem eigentlich ganz gut gespielt haben und die Jungs haben sich das verdient, dass sie sich ein bisschen jetzt einspielen können und so weiter und so fort. Ja, ich will nicht weiter lange labern. Wir gehen jetzt direkt ins Viertelfinale gegen Irland. Viel Spaß! Herzlich willkommen im Viertelfinale der WM 2018. Wir sind wieder im Stadion Hamburg und das ist das Spiel Deutschland gegen Irland. Also eine sehr interessante Partie. Überraschenderweise hat Irland, ja, die Irländer sind quasi, ich weiß nicht, die Isländer der letzten EM. Überraschenderweise hat nämlich Irland Brasilien im Achtelfinale besiegt und rausgeschmissen. Also, wir haben eigentlich Brasilien als heutigen Gegner erwartet und stattdessen ist es tatsächlich Irland. Das freut natürlich die irischen Fans. Ich denke mal, man braucht gar nicht drüber diskutieren. Die irischen Fans haben ähnlich gute Fans wie Island zum Beispiel. Da braucht man, glaube ich, gar nicht diskutieren, wenn sie nicht sogar bessere Fans haben. Und das ist dann natürlich umso schöner und umso besser, wenn wir dann auch noch gegen so eine Mannschaft antreten können, die dann wirklich auf einer Welle des Erfolgs quasi schweben und schwimmen. Weil sie gegen Brasilien eben gewonnen haben. Das ist eine ganz, ganz herausragende Geschichte, eine ganz, ganz interessante Geschichte. Irland hat nicht viele Weltstars in ihren Reihen. Ich weiß nicht, also McLean ist am Start. Ich glaube, McGeady könnte dabei sein. Und sonst fällt mir nicht viel ein, was Irland tatsächlich so im Köcher hat. Also ein paar gute Spieler haben sie definitiv, die man nicht unterschätzen darf. Aber es ist jetzt auch nicht eine weltbewegend große Truppe. Es ist nicht Brasilien. Aber sie haben trotzdem Brasilien rausgeschmissen. Also sehr, sehr interessant. Und ich glaube, dass Irland tatsächlich auch über die Defensive kommen wird, über geschlossenen Kampfgeist, über Teamgeist. Wir gucken uns aber erstmal unsere Aufstellung an mit Manuel Neuer im Tor, mit Kimmich rechts, mit Boateng und Hummels in der Innenverteidigung und links Jonas Hector, Draxler links, Can Gündogan in der Zentrale, Bellarabi rechts, Özil im zentraloffensiven Mittelfeld und Thomas Müller vorne. So, hier ist Irland mit Randolph, mit Seamus Coleman. Seamus Coleman wird rechts spielen, Clark, Wilson, Doherty, Brady, McCarthy, Gibson, McLean, Ireland und Shane Long. Ich glaube, den ich eben gemeint habe, das war McLean, den komischen, ja, rothaarigen Glatzkopf. Hört sich komisch an, aber man sieht, obwohl er so eine leichte Glatze hat, dass er total rothaarig ist. Naja, egal, wir haben Anstoß. Das Spiel startet gegen Irland und wir müssen einfach unsere individuelle Klasse natürlich auf das Feld bringen. Und dann haben wir auch gute Chancen, hier gegen Irland was zu reißen, definitiv. Gündogan. Stöhnerball auf Özil und das ist es schon, Mesut Özil in der zweiten Minute mit dem 1:0. Das war ein krasser Start und ein hervorragender Ball, tatsächlich von Müller auf Özil, war hart an der Grenze zum Abseits. Die Irländer haben, glaube ich, auch gedacht, das wäre Abseits. Ich kann es leider nicht sagen und bestimmen, ob es wirklich Abseits war oder nicht. Auf jeden Fall, zweite Minute, direkt das 1:0. Das ist doch mal ein wichtiger, wichtiger, wichtiger Schritt in die richtige Richtung für die deutsche Nationalmannschaft. Mussten einiges an Kritik sich gefallen lassen für das Spiel gegen Ägypten, wo sie wirklich nicht gut gespielt haben. Grundsätzlich in der Gruppe haben sie nicht so überragend gespielt, außer vielleicht gegen Mexiko. Gegen Russland war es dann auch ein schwieriges Spiel. Da haben sie fast sogar die Niederlage auf dem Fuß gehabt. In der 88. Minute gegen Russland den Ausgleichstreffer kassiert.
ja, und dann in die Verlängerung gegangen. Total unnötigerweise, das hätte man besser machen können. Hätte Deutschland eine bessere Leistung gezeigt, dann wäre das auch eine klare Sache gewesen. Aber so, heieiei. Rüber auf Brady. Und Kimmich. Also Kimmich macht eine hervorragende Partie. Holt sehr viele Bälle wieder ran. Und oh, starker Ball auf Bellarabi. Bellarabi hat jetzt richtig viel Platz. Er dürfte schneller sein als die anderen. Und Clark. Das nenne ich mal Kampfgeist. Das nenne ich mal Kampf gegen Bellarabi. Ja, dafür sind die Irländer bekannt. Fürs Kämpfen. Sie wollen alles für den Erfolg tun. Auch wenn sie nicht die eigentlichen spielerischen Mittel haben. Außer vielleicht ein Shane Long. Aber ansonsten sind sie ja technisch und spielerisch einigermaßen limitiert. Aber über den Kampfgeist machen sie so viel Wett. Und das ist, glaube ich, auch so die Kunst, warum sie gegen Brasilien hier bei der WM 2018 gewonnen haben. Man sieht es schon, sehr viel Druck kommt da von den Irländern. Die sind sehr nah am Mann, versuchen sehr, sehr stark zu pressen, sehr aggressiv zu Werke zu gehen. Und an den Ballverlusten merkt man das von Deutschland, dass sie es auch teilweise schaffen. Oh, starker Ball. Özil, Özil, Özil. Guter Ball. Müller. Oh, schade, Doherty hat richtig gut aufgepasst. Wäre auch wieder eine große Chance gewesen für Deutschland. Also, wir kommen zu Chancen. Nur der letzte Pass fehlt manchmal. Kämpft und kämpft, aber Wilson macht das sehr gut. Also, Müller ist ja auch so eine Kampfsau. Der würde auch, glaube ich, ganz gut zu Irland passen, obwohl er natürlich technisch deutlich stärker ist als die meisten irländischen Spieler. Aber Kampfsau bleibt Kampfsau. Und das sehe ich in Thomas Müller auch. Aber da hat er auf jeden Fall den Kampf verloren. So, jetzt wieder Deutschland über Bellarabi. Bellarabi macht viele Meter auf der Seite. Doherty, ah, sehr gut. Ja, Doherty räumt sehr, sehr viel ab. Auch Clark sehr stark teilweise. Also das sind so die auffälligsten Spieler von Irland. Und das sind Innenverteidiger. Oh, stark. Stark, Müller. Und Doherty drückt Müller weg. Ja, 44 Minuten gespielt. Ich denke mal, Deutschland führt auf jeden Fall verdient mit 1:0. Oh, Bellarabi. Na, no, ärgerlich für Bellarabi. Das hätte eine gute Chance werden können. Nee, auf jeden Fall, Deutschland verdient in Führung, definitiv. Aber Irland ist nicht zu unterschätzen. Sie kämpfen wie Sau. Ich weiß nicht, ob sie das die ganze Zeit, die ganze Spielzeit, ja, so weitermachen können. Es sieht auf jeden Fall gut aus, was Irland da macht. Allerdings haben sie dann gegen die individuelle Klasse von Deutschland nicht so unbedingt viel zu sagen. Sie kommen auch nicht zu Torschüssen, definitiv nicht. Wir leider im Moment auch nicht, weil dann der letzte Pass immer abgefangen wird von Doherty und Clark, die eine hervorragende Partie machen auf Seiten der irischen, des irischen Nationalteams. Direkt immer zwei, drei Mann an Özil dran, auch an Thomas Müller. Özil hat nicht mal die Zeit, richtig zu atmen. Auch Emre Can hat man hier direkt gesehen. Direkt sind da viele, viele Leute dran. Bellarabi hat auch keinen Platz. Also die ganzen Kreativen von uns haben sehr, sehr wenig Raum und sehr, sehr wenig Platz, um hier ihre Stärke zu entfalten. Özil unter Bedrängnis wieder den Fehlpass gemacht. Also es ist schwierig für Deutschland. Bellarabi mit dem Flügelwechsel auf Draxler. Sehr schön. Und Jonas Hector hat jetzt ein bisschen Freiraum. Oh, der hat richtig Platz. Der hat richtig Platz. Jonas Hector. Oh, wird gelegt. Das muss auf jeden Fall Freistoß geben. Heieiei, Clark geht da voll rein. Es ist auf jeden Fall eine gelbe Karte, würde ich fast sagen. Und natürlich der Freistoß für Deutschland. Aus einer ähnlichen Situation haben wir schon gegen Mexiko, meine ich. Ich glaube, gegen Mexiko getroffen. Das könnte natürlich die Situation sein, die dann das Spiel jetzt entscheidet. Ja, Jonas Hector wird auf jeden Fall gelegt, das ist ganz klar. So, jetzt mal gucken, wie es wird. Über Özil. Ja, so wird das nichts, so wird das nichts. Arta, da ist der neue Mann. Hummels, kann den Ball nur ins Seitenaus klären. Aber so macht er das hervorragend. Also das war ja richtig stark von Hummels. Aber jetzt müssen wir trotzdem wieder konzentriert dahingehen. Brady, 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 Brady. Und der Schuss, Latte, Latte für Irland, erste große Chance für Irland. Ja, das wär's doch wieder gewesen. Und dann zieht sich das wirklich durch das Ganze, durch die ganze WM, dass wir dann in der Situation vielleicht den Ausgleichstreffer kriegen.
Das kennt man aus den Gruppenspielen, das kennt man aus dem Russland-Spiel. So darf das eigentlich nicht passieren. Irland muss sich was einfallen lassen. Die Zeit läuft ihnen davon. Jetzt spielen sie die ganze Zeit in der Abwehr ein bisschen rum. Anscheinend reicht denen das 1:0. Oh, starker Ball. Auf McLean. McLean. Hector kommt nicht hinterher. McLean ist ein bisschen zu schnell. Und geklärt. Hector. War schön gemacht. Und jetzt der schnelle Konter vielleicht für Deutschland. Oh, McCarthy. Er kämpft und kämpft. Also, es ist gar nicht... Es ist... Boah. Wir haben Probleme so ein bisschen gegen Irland. Boateng. Stark. Und gut gemacht. Draxler hat jetzt den Platz. Draxler hat jetzt den Platz. Stark gespielt. Schön. Auf Bellarabi. 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 Und McCarthy haut den Ball weg. Ach Gott, oh Gott. Es ist nicht so zielgerichtet, wie Deutschland spielt. Es gibt einige Probleme. Gündogan. Uiuiui. Okay. Ich denke mal, dass wir wechseln können. Ich glaube, die Jungs haben sich auf jeden Fall aufgerieben. Wir können jetzt Gündogan wieder rausnehmen. Gündogan... Dafür kommt Götze rein. Götze... Oder vielleicht... Ich weiß nicht. Ja, nehmen wir Götze rein. Özil kommt dann dahin. Draxler kommt dann dahin. Özil nehmen wir dann auch raus. Dafür kommt jetzt wieder Brandt. Und ich würde sagen, dass wir Sané reinnehmen und dafür Bellarabi raus. Dann hätten wir wieder dreimal gewechselt in der 81. Minute. Ich glaube, das geht in Ordnung. Wir kriegen jetzt auf jeden Fall eine Ecke. Die wird Kimmich schlagen. Mal gucken, was wir da so hinkriegen. Über die Ecke. Die sieht gut aus. Schade. Eine sehr, sehr gute Leistung. Eine sehr, sehr konzentrierte Leistung von Irland. Und sie haben vielleicht nochmal die Chance. Nein. Oh ja. Also wir dürfen jetzt in der Schlussphase jetzt nicht nochmal das Gegentor kassieren. Oh, das ist schlecht jetzt. Und Müller hat jetzt die Chance, ein Tor zu machen. Er macht es. Thomas Müller, 2:0. Und tja, im Gegensatz zu den letzten Spielen, wo wir in den Schlussminuten tatsächlich das 1:1 kassiert haben, den Ausgleichstreffer oder sogar ja, den Treffer zur Niederlage, wie gegen Ägypten. So machen wir jetzt alles richtig. Wir machen in der Schlussphase das 2:0 und klären das Spiel. Das ist es gewesen. 2:0 für Deutschland. Einmal in der zweiten Minute durch Özil. Und Thomas Müller trifft auch zum 2:0. Tja, und dann ist es auf jeden Fall der verdiente Sieg für Deutschland. Es war ein hartes Match. Es war ein enges Match gegen Irland. Wie man es ja auch erwarten konnte. Definitiv. Aber letztlich zählt dann auch nur der Sieg und das Weiterkommen. Denn das haben immerhin die Brasilianer gegen Irland nicht geschafft. Muss man ja so sagen. Und das ist auf jeden Fall eine gute Leistung von Deutschland gewesen. Und ich denke mal, darauf können wir auf jeden Fall stolz sein. Wir gucken mal ganz kurz, wie die Bewertungen so waren. Also Özil hat eine 8,0 gekriegt, Bellarabi eine 7,1, Gündogan 7,5. Spieler des Spiels ist Thomas Müller. Ja klar, er hat, glaube ich, vorgelegt und das Tor selber gemacht. Genau, eine Vorlage und ein Tor. Ich denke mal, das haut auf jeden Fall hin. Thomas Müller hat eine gute Leistung gebracht und ich denke mal, absolut verdient. Ja, den Spieler des Spiels abgeräumt. Und ja, wir haben auch absolut verdient gewonnen, definitiv. Keine Frage. Es ist nicht einfach, gegen Irland zu spielen. Es ist tatsächlich nicht einfach. Und ich denke mal, dass wir da auf jeden Fall verdient weitergekommen sind. Und wir sehen gerade, oder ich sehe gerade, England, nächste Überraschung würde ich fast sagen, England gewinnt gegen Argentinien mit 2:1. Das heißt, wir spielen im Halbfinale gegen England. Also das ist natürlich ein richtig geiles Spiel. Auf der anderen Seite gewinnt Belgien gegen Italien, hätte man, ja, könnte man fast so sagen. Also ist es gar nicht so unverdient, definitiv. Und Spanien gewinnt 2:1 gegen Frankreich. Würde ich auch sagen, das passt schon so. Also Spanien, Frankreich, da kann man echt nicht sagen, wer da gewinnt. Ich glaube, da gewinnt dann, da ist dann wirklich die Tagesform abhängig. Oder das ist tagesformabhängig, wer hier gewinnen wird. Und diesmal war es natürlich die Tagesform von Spanien. Die Spanier haben 2:1 gewonnen. Belgien 5:4 im Elfmeterschießen gegen Italien. Und ja, das heißt also im Halbfinale Spanien gegen Belgien und Deutschland gegen England. Also Deutschland gegen England ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Match. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ich glaube, wir können noch eine Runde simulieren und ein bisschen trainieren. Ja, wir können auch, genau, trainieren in einem Tag. Das passt schon.
Ja, auf England freue ich mich dann auf jeden Fall sehr. Da muss ich ganz ehrlich zugeben. Jairo Riedewald, da ist ein Angebot reingeflattert für 22,5 Millionen. Können Sie vergessen. Also da müssen Sie auf jeden Fall ein bisschen mehr bieten. Alles andere wäre irgendwie total seltsam. So, und wir werden auch nochmal ein bisschen weiter trainieren. Emre Moore trainieren wir. Klostermann, Delü können wir eigentlich austauschen. Delü können wir austauschen. Vielleicht kriegen wir da noch einen anderen. Wen können wir denn noch trainieren? Wer ist denn kurz vor so einer Steigerung? Eigentlich keiner so wirklich, ne? Bonbon können wir trainieren. Der ist ja sowieso ein ziemlich guter. Und der wird, glaube ich, auch noch einer der möglichen Stammtorhüter. Auf jeden Fall Ersatztorwart für diese Saison. Mal gucken, was die nächsten Jahre so passiert. Es wird auf jeden Fall interessant, aber keiner hat sich so richtig gut gesteigert. Auch Klostermann, der verliert Training von Training zu Training irgendwie. Also ich glaube, der steigert sich gar nicht mehr. Wäre echt ein bisschen schade. Wir haben wieder ein Transferangebot bekommen für Arkadiusz Milik. Okay, 29 Millionen werden geboten, das ist weit zu wenig. Wir haben schon ein Angebot für 49 Millionen, glaube ich, bekommen. Das muss auf jeden Fall ähnlich lauten. Also, ansonsten glaube ich nicht, dass wir ihn verkaufen, aber für 29 Millionen definitiv nicht. Also da muss auf jeden Fall schon mal was Besseres rauskommen, definitiv. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Transferangebot, okay. Zu viel, okay. Lol. Emre Can, für 90,5 Millionen verkaufen wir ihn. Es war eigentlich nur ein Witzgebot von mir, wo ich habe gesagt, so 90,5 Millionen, das ist so die Schmerzgrenze, wo ich ihn dann verkaufen würde. Manchester United hat das angenommen. Emre Can verlässt uns für 90,5 Millionen. Das werden wir dann wahrscheinlich nochmal thematisieren. Krasse Scheiße, okay. Das war für mich echt ein bisschen verwunderlich. Mustafi 57,5 Millionen. Das kommt so langsam auch in die Richtung, wo ich ihn dann tatsächlich überlege, ihn zu verkaufen. Aber im Moment ist er noch zu wichtig. Ich erhöhe einfach das Angebot. Ich erhöhe das Angebot auf 72,5 und dann können wir wirklich drüber nachdenken. Ja, Bayern 04 hat 54 Millionen jetzt geboten. Ich würde fast sagen, wenn sie 60 Millionen jetzt sagen, kann er gehen. Dann kann er tatsächlich gehen. Versuchen wir es mal. Emre Can, krass, 90,5 Millionen, das ist natürlich ein dickes Angebot, was wir auch gar nicht ausschlagen können. Dann können wir für die Zeit dann, wir haben ja eigentlich schon quasi Ersatz gefunden mit Dahoud. Also von daher mache ich mir da keine großen Sorgen. Aber das ist auf jeden Fall schon eine ganz, ganz krasse Geschichte. Und damit wird Emre Can nicht mehr lange Spieler von uns sein. Naja, so ist das halt im Leben. Auf jeden Fall zurück zur WM. Wir werden im Halbfinale dann gegen England spielen und dann wird es sehr, sehr spannend im Finale. Da wird wahrscheinlich Spanien oder Belgien auf uns warten. Also krasse Matches sind auf jeden Fall für die nächste Zeit garantiert. Auf England freue ich mich richtig, richtig, richtig stark. Der erste richtig große Gegner, auf den wir treffen im Halbfinale. Sehr interessant. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut. Ciao. Get me home, but my balls keep telling me to let me home. Oh, just let me home. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me home.